Hallo. Moin, moin. Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Part von Eurotruck Simulator 2. Micha macht Karriere. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg nach Södertälje, haben ja hier auf der Autobahn quasi im letzten Part auch aufgehört und machen da direkt natürlich weiter. Wir haben noch knapp 280 Kilometer vor uns und sind hier immer noch mit unserem Heizöl unterwegs zur Weltfirma Scania. Wir müssen uns vorher auf jeden Fall noch mal irgendwo aufs Auge hauen. Oh mein Gott. Aufs Ohr hauen. Klatsch, klatsch, klatsch. Weil sonst kriegen wir, glaube ich, Probleme. Wir müssen eine 4 Stunden Pause machen. Sollen noch 4 Stunden brauchen. Na, vielleicht kommen wir auch knapp hin. Wir gucken einfach mal. Wenn sie jetzt irgendwo einen Rastplatz bietet, dann hauen wir uns kurz aufs Ohr. Schaden kann das ja auch nicht. Irgendwie. Ja, so ist das. Mal gucken, wenn irgendwo ein Rastplatz kommen sollte, kommt hier irgendwo einer. Ne, kommt erstmal auch gar keiner. Ist hier ein Rastplatz? Ist ja auch. Gibt's das in Skandinavien nicht? Ah doch, da kommt doch einer. Gut, das wird unser sein, da fahren wir dann eben ran. So, der nächste Rastplatz wird dann unser sein. Dann haben wir wenigstens Luft und können dann vielleicht von Södertälje noch irgendwo eine kurze Tour wohin machen. Weil die neuen LKW kaufe ich natürlich zwischen den Parts und werde euch damit überraschen. Und euch damit noch weiter auf die Folter spannen. Ui. Ich weiß, warum werden wir langsamer? Geht es hier bergauf? Ich stehe hier quasi auf dem Gas. So, das scheint mir doch ein romantisches Plätzchen zu sein. Dann hauen wir uns da doch eben
paar Stündchen aufs Ohr. Tanken auch direkt nochmal eben voll. Was, ne, wir tanken nicht voll, weil dann müssten wir wieder komisch hin und her fahren. So, klemmen wir uns hier hinter den Kollegen. Und dann hauen wir uns eben aufs Ohr. Ich sag gute Nacht, schlaft schön. Ja, jo, schönen guten Morgen. Wir müssen hier direkt weiter. Wir sind natürlich eben noch in dem Haus drin, hatten nur eben Zähne geputzt und so. Aber das haben wir natürlich ohne die Kamera gemacht, ist ganz klar. So, wir gehen auf die letzte Etappe. Naja, von nichts kommt nichts, Geld muss in die Wirtschaft. Und solange wir keine Probleme mit der Ratentilgung haben, ist ja alles schicki-lagi. Quasi. Huch. Die Musik fetzt heute mal wieder. Dabei würde ich doch so gern Dave Dudley hören. Aber dank der GEMA nicht drin. Und jetzt mal im Chor. Danke, liebe GEMA. Geh mal weg, ey.
Ich kann leider nicht raus, sorry. Hätte ich gern reingelassen. Hätte dich wirklich gern reingelassen. Da, so ein spaciges Star Trek Gewämse. It's spooky and mysterious. So läuft der Verkehr doch flüssig. Mal sagen. Ich kann auch mal einen Hobel aufmachen, ne? So, links auf dem kleinen Navigationssystem kann man unser Ziel schon sehen. Da blitzte es kurz auf, das Scania-Werk in Södertälje. Alles andere sind nur Nutzfahrzeuge. Ich muss dazu sagen, aktuell fahre ich im Multiplayer von ETS 2 einen Volvo. Jawoll! Da habe ich schon jetzt das erste Hinweisschild gesehen. Jetzt Scania hat hier ein eigenes Hinweisschild.
Aber das werden wir alle großen Werke irgendwie haben. Weil die auch alle Zulieferverkehr haben. Ja, alles verkehrsreich hier. Da haben wir es geschafft. Vorne ist es schon. Scania. Wow. Eine Stadt in einer Stadt quasi. Ah, stehen die ganzen schönen LKW schon. So, moin. Jo, wir dürfen durch. Wer winkt uns durch? Das ist nett, das ist freundlich. So sind sie, die Mitarbeiter von Scania. Einfacher. Echt nicht mehr rechtzeitig rum, dass ich echt noch zurücksetzen muss, ne? Mist, Ding. Na egal. Wäre schön gewesen, wenn wir es in einem Zug geschafft hätten. Öffnen aber viel weiter aus und konnten wir da hinten nicht. So, und zack, aufgezeichnet. Ja, das hat fast 25.000 Euro gebracht. Und Level Up, jawoll, geübte Arbeiter. So soll das sein, so muss das. Nächste Fernfahrt, zack, anwenden. So. Wir gehen jetzt hier erstmal in die Kantine von Scania sozusagen. Gucken mal, wo hier eine Kantine ist. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen das Scania-Werk an. Die Dinger hier ein bisschen weg und dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Da stehen die Maschinen. Es sind schon schöne LKW, da kann man nichts gegen sagen, ne? Aber es gibt auch andere schöne LKW, davon mal ab, also. Aber eine Kantine, weiß ich nicht, scheinen sie hier nicht zu haben. Kameraüberwachung. Schönen guten Tag, junge Frau. Wo ist sie? Ha! Mist. Da wollte ich mit ihr einen Kaffee trinken. Die hauen immer ab, wenn ich komme. Muss das so? Frechheit. Oh, was hier hinten raus neu ist. Hier haben wir gleich mal eine kleine Werksbesichtigung hier. Pack und Dana.
Sieht aus wie ein Waldershof. Wer es kennt, weiß, was ich meine. Stehen nur ein paar mehr, geringfügig. Ist das Bierpaletten oder Saft, Gläser, Sekt? Ich weiß es nicht. Will ich alle reingucken? Oh gut, da ist jetzt natürlich nicht so viel. Hier wollen wir wohl irgendwann Neues hochmauern. Eine neue Montagehalle vielleicht. Ich habe mich mal wieder hoffnungslos verlaufen, wie immer. Ja toll, Typen hauen nicht ab, ne? Wollen wir vielleicht einen Kaffee trinken? Oder noch nicht. Da, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken, oder? Grüne Beine. Gucken, was hier angeschlagen ist, ob es hier Kaffee gibt. Ne. Knut Wuchtig Heizöl, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Knut Wuchtig, Brandstraße 11, 12345 Steinstadt. Also sollte es die Firma Knut Wuchtig Heizöl tatsächlich geben, ne, bitte. Ich erwähne das gerne auch nochmal, dreimal. Ja, ich würde aber sagen, wir kommen jetzt für diesen Part zum Ende. Ich schaue mir jetzt an, wie das preisgeldmäßig mit dem neuen LKW ausschaut. Vielleicht sehen wir im nächsten Part schon, dann sind wir dann wieder in Hamburg, gucken, was wir dann kriegen. Bis heute sage ich erstmal wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen, sei beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, allzeit gute Fahrt, euer Micha, tschüss.